Herzlich Leute, im EGL, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft zusammen mit David und Tim. In der letzten Folge haben wir erstmal Tims Haus angeguckt, das sieht ziemlich cool aus. Und dann hatten Tim und ich zusammen eine Vision davon, was wie passiert, das hier aussehen wird. Wenn du das machst, töte ich dich. Warum? Ach, er fängt gerade an. Okay, ja, das ist begründet. Ups. Okay, und zwar, wir werden eine Treppe bauen, die schon früher hochgeht, auf beiden Seiten hoch und runter geht und dann nach links und dann so unter wieder runter und oh, geil. Okay. Gib mir mal Stone Slab. Ich habe leider nicht, warte, ich muss halt gucken, haben wir noch irgendwo Stein, ein bisschen was? Jetzt geh ich schnell was holen. Hier haben wir noch ein paar Steinziegel. Okay, ja, geh bitte was holen. Ich kann schon mal den Weg soweit vorbereiten. Wie hoch würdest du es machen, Tim? Von der Höhe her? Also vom höchsten Punkt drei. Quasi, wir haben jetzt so einen Dreier-Eingang. Drei hoch, eins, zwei, hoch. Drei. Hier auf, aber nicht auf der Ebene stehen, oder? Ja. Willst du auf der Ebene stehen? Würde sagen, okay. Oder? Okay, ja, kann man machen, alles klar. Dann werde ich den Weg schon mal bis dahin so hoch vorbereiten. Okay. Dann machen wir das. Brauchen dann eine Treppe wieder drüben. Heißt, wir machen aber ein Steinplateau, würde ich sagen. Ist, wir können durchgehend mit Ziegeln arbeiten, denn das Positive daran ist auch, wir können hier unten theoretisch dann so eine Art Bereich machen, wo man tatsächlich gehen kann, dann zu Lennarts unnötigen Graben schauen kann. Wunderschön. So. So. Die Brücke wird wahrscheinlich auch aus Holz sein, denke ich. Kann man theoretisch. So. Hier kann man direkt schon eine Glasfront reinmachen oder so. Kann man eigentlich mit einem Boot auf Land schneller, als man geht? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Auf Eis schon, ja. Auf Eis, ja. So. Wäre ich jetzt mit dem Boot. Deshalb sind viele Nether-Strecken mittlerweile, werden die so gebaut. Nicht mehr mit Schienen, sondern mit Eis. Geil. Weil das auf, auf Eis noch schneller ist als. Warum ist im Internet Pack-Eis? Oder so? Nein, nein, es reicht sogar normales Eis, wenn du es in Cobblestone packst. Echt? War das Eis auf Cobblestone, dann schmilzt das Eis nicht? Solange im Nether geht das ernsthaft. Frag mich nicht, wieso das klappt. Hä? What the fuck? Ich hab auch normales Eis. In der Nähe von Lava und das schmilzt nicht. Weil ich das eingehüllt habe in Cobble. Ja, aber im Nether wundert mich das, weil im Nether, ich dachte, im Nether gibt's kein Eis. Da braucht man doch extra Packeis. Du kannst Eis setzen, doch, du kannst Eis setzen, wirklich. Und das schmilzt doch nicht. Warum haben wir denn damals Packeis und so weiter genommen da oben? Ich nicht. Hä? Früher ging das 100%ig nicht. Ging aber. Das habe ich oft genug gesehen. Krass, da bin ich mir aber sicher, dass es früher auf jeden Fall nicht ging. Da wurde es verändert. Sicher, dass es kein Packeis war? Ja. Okay. Ja, dann komisch. Da wurde es anscheinend geändert. Interessant. Oh fuck, jetzt habe ich. Kommt da noch Seeds an oder hat es fertig geklickt? Hat fertig geklickt, boah, Alter. Als ob wir nur so wenig Weizen bekommen haben. So viel Seeds meinst du? Geh das an. Wie viel wenig Weizen wir nur bekommen haben. Moment, und natürlich. So geht doch. Das ist wenig. Ja, wir sind noch nicht komplett fertig. Aber guck mal, ich habe jetzt alles hier nur mit den Seeds angepflanzt, die wir bekommen haben. Nice. Der Seite. Nicht. Die Blöcke wir haben. Ah, gib mir die Fackel. Steins hattest du noch? Ah, ich habe selbst noch mal. Ach, gut, die habe ich nämlich gesucht. Okay. Das heißt, wir brauchen die Dinger. So, kann auch weg. Und dann so. Ja, damit wir hier nicht runterlaufen, auch hier noch. Okay. Also sieht jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu sehr steinziegig aus, ne? Vielleicht gleich noch anpassen. So, und hier kommen auf jeden Fall Slabs aber hin. So, Slabs. So. Was? Ja, vielleicht ein paar Baumstämme. Baumstämme? Ja, ja, gar keine schlechte Idee. Ich mache erstmal ganz kurz die Kunstkreuz zu kriegen, kannst dann mit ein paar Sachen verbessern, wenn du möchtest. Und hier das da. Hier dann. Moment, so. So. Ah, verdammt, hätte ich auch da lassen können dann. Nee, lass mich durch. So. Dann brauchen wir die Dinger. Das geht auch nicht so.
So. Und so. Dann brauchen wir hier einen Block mit den Dingern. Wegbauen. So. Kommen da kurz die Bruchsteinmauern drauf. Willst du das nicht parallel zu dem Wassergraben machen? Das war natürlich der Plan und ich hab's gefailt. Nice. Ach, oh, shit. Ah, nein. Oh. Okay, das ist nicht so ein großer Ort. Doch. Ich muss die Treppe komplett neu setzen. Juhu. Eins weiter links. So. Ich auch schon mal drauf. Kann sein Holzstämme theoretisch auch wieder abbauen. Wenn ihr auch lasst. Okay, dann muss ich wieder abbauen. So. Was? Da runter. So. Was? Die Technik. Da drunter ist irgendwo Technik, ja. Nee, da unten, nee, da unten, der Leiter, das war unser alter Wither-Kampfraum. Toll. Yep. Ja, der muss bestehen bleiben. Yep. Vielleicht können wir können theoretisch sogar einen Weg darunter machen hiervon. Von hier aus. So. Jetzt muss ich nur die Dingsmauern neu. Oh, siehst du, damit das nicht passiert, ich bin nämlich fast runtergerannt. Der Graben von Laird jetzt schon tiefer wäre, dann. RIP. So. Dann auch weg. So. Die Mauer hier ist jetzt eins zu unnötig zu lang. So. Warte, bevor du. Oh, die Sachen im Bauch sollst du erstmal die richtige Brücke haben. So, und jetzt kannst du hier rumbauen. So, viel Spaß denn. Ich hab versetzt. Keine. Was? Ich hab deine Blöcke da alle versetzt. Falsch, so. Wenn du nämlich auf dem alten Stand der Brücke warst. Was veraltet, Tim. Was veraltet. So. Das ist der neue Stand der Brücke. Okay. Boah, ich will keine Kohle oder so hier. Doch, da 4 Stück. Haha, endlich Fackeln. So. Theoretisch auch hier ein paar Fackeln drauf machen. Da, dort und. Nein! Dort. Jetzt kann man hier theoretisch sogar, wenn man die unnötigen Blöcke entfernt, reingehen. Hier unten. Das ist doch cool. So. Hier hinten. Kann man hier unten den Boden auslegen. Da hinten. Oh, wo ist dann der Eingang hier zum. Was? Wie sollen wir jetzt. Ja, und zwar machen wir jetzt kurz eine. Warte, ich brauche ein paar mehr Steinziele, dann zeige ich sie sofort. Wo sind denn. Hier ganz viele. Wie gemacht. Dankeschön. Und ein paar Slabs dafür. So. Verdammt. Craftet. So. Können wir mal ein paar Treppen legen. Jo. Und zwar. Das hier zumachen vielleicht? Nee, eben nicht. Denn wir machen jetzt hier die Plattform. Und machen jetzt genau die gleiche Brücke, die wir gerade gemacht haben, nochmal zu den beiden Seiten. Und hier ist dann quasi die Wand. Entweder hier oder. Ja, genau. Hier ist die Wand auf der Höhe. Das heißt. Wo ist die Plattform? Hier ist die Wand auf der Höhe vom Gebäude. Und dann läuft man hier rein, läuft hier hoch und dann läuft man hier links und rechts wieder runter. Und in der Mitte kann man dann vom mittleren Block kommen rein. Mit ein bisschen Umständen? Ja, wie denn sonst? Warte. Weil hier ist ja die. Hier muss man ja die Knöpfe drücken und so weiter. Also hier ist schon der richtige Raum. Moment, ich muss kurz jemanden an. Okay. Weil wir die Brücke hier, die Treppe können wir theoretisch dann schmaler machen. Brauchen wir nicht ganz so umständlich machen wie die andere. So. Ich würde sagen, wir haben hier einmal zwei Eingänge. Wir haben einmal hier. Gehen dann hier lang. Ne, das ist doof. Ja, ist dann, doof. Nee, dann von der anderen Seite vielleicht. Wie so reingeht. Kann auch von beiden Seiten reingehen. Ja, aber da ist halt doof mit der. Ja, nee, Moment. Lass mich ganz kurz meins vortragen. Weil wir machen nicht ja, hier. Ja, aber ich find's doof, dass man dann da hoch geht und dann wieder runter geht. Das finde ich eigentlich sogar cool. Das finde ich halt richtig cool, weil hier oben geht's ja auch zur Brücke. Also man kann ja sowohl zur Brücke gehen, ja, okay, als auch hier runter. Ja, lass uns das. Weißt du, was ich meine? Wir können ja theoretisch schön da nochmal ändern. Nee, finde ich ganz cool.
Okay. Wo ich hoch. Hier findest du, Moment, den Eingang. Warte, hier ist die Mauer, hier ist die Wand allgemein. Sollten wir den Eingang in die Wand quasi machen? So ein Gang ist du. Es muss aber. Muss aber? Oder man macht zum Beispiel. Ah, nee, danke. Muss. Danke, Tim, dass du mich zugebaut hast. Muss so. Muss so? Ne? Hier kannst du nicht lang gehen. Hier ist ja ich weiß, oder man könnte halt. Wobei, nee, in der Mitte. Nee, das ist auch doof, wenn man hier in der Mitte so ein Ding macht. Ich finde das ganz cool. Okay, gut. Macht man hier theoretisch die Wand hin? Ich symbolisiere die einfach mal mit einer Kombinationwand. So. Hier ist dann die ganze Wand. Hier gibt es dann eine Nische. Wobei. Na, müssen wir auf jeden Fall ganze Blöcke hin. So. Weil hier würde ich halt einen Holzboden machen. Hast du es jetzt abgeknipst? Ja, du hast es abgeknipst. Ja, ja, Yay. Jetzt nicht mehr. Oh. Junge. So. So ist noch in Ordnung. Da können wir da theoretisch einfach einen Dingsblock hinsetzen. Bums. So eine Frage, funktioniert das, die Farm wieder am End eigentlich? Ja, ja. Kann mir ein bisschen Holz geben, der Farm? Ja, ja, klar. Warte, ja, ich gebe dir erstmal ganz normales Holz da. Weil hier in den Kisten ist auch noch mehr. Nehmen wir uns jetzt mal kurz was. Dankeschön, so. Okay, der Boden kommt dann aus dem Akazienholz. Hier können wir ja dann auch so ein Glas. Genau, hier würde ich halt, also hier vorne würde ich so eine Glasfront machen. Wo ich gerade bin. Also machen wir von der anderen Seite das gleiche oder nur von der Seite? Ja, ich würde von beiden Seiten das gleiche machen. Ja, dann lass uns das so symmetrisch. Ja, symmetrisch klingt immer gut. So. Hinten müssen Blöcke rein. Hier muss man ja lang eigentlich, ne? Wo muss man lang? An die andere Kiste zu kommen. Die andere Kiste kommt da wahrscheinlich hinterher nicht mehr hin. Die da drunter oder was? Hm? Die Kisten. Achso, hier hin. Ja, ja, genau. Warte. Kurz überlegen, wie wir es machen. Eigentlich. Dabei brauchen wir wirklich zwei Kisten untereinander dafür? Ja. Warte, ich habe eine Idee. Gib mir mal ein Slab. Da. Du bist so ein Genie. Ja, achso, ja, jetzt ist halt in der Kiste. Nee, hä, was? Hey, warum ist das jetzt in der unteren Küste? Okay. Weil du das da reingeworfen hast. Achso, ja, macht Sinn. Guck mal, so. Kann man hier immer noch auf die Kiste zugreifen. Ah, okay. Also lass, halt hier drüber. Lass das ganz kurz auf beiden Seiten gleich machen und dann gucken, wie wir das machen mit der Technik, okay? Ja, ich find, so können wir es machen. Die Frage ist, ob das hinterher überhaupt funktioniert, wenn man es so aufbaut, wie wir wollen. Wir brauchen die Treppe hier, hier. Wait, what? Ah ne, die Treppe ist hier natürlich gar nicht. Echt. Treppe ist da, da. Da. Genau, so ist es. So. Okay, kommt weg. Dann können wir hier eine Step hin machen. Ne? Ne? Hier noch eine Slab. So. Läuft man hier rein und auch hier rein. Auf der Balkenhöhe. Okay. Ja, jetzt das Problem, wie kommen wir jetzt an die untere Kiste? Tim. Und hier ist theoretisch auch noch ein Block. So. Warte, dann hier. Na? Hast du eine Leiter? Nein. Viel Spaß da unten. Hier kann man auf jeden Fall theoretisch die Blöcke hinsetzen. So. Moment. Ja, ich brauche kurz einen Moment. Ich habe eine Idee. Crafting Table da. Nehmen einfach die Stufen. Machen das Ganze dann. Was? Was? Nein! Nee, kannst du auch nicht machen. Das ist tricky, das ist schon tricky. Niemals. Doch, das wird funktionieren. Das muss funktionieren. Das geht auch nicht. Andersrum, dann andersrum. So. Niemals, wir müssen einfach nur machen, dass man es nicht sieht. Es ist egal, ob man es, wie es gebaut ist, ob man es sieht es nicht. Ich will noch ganz kurz aufbauen.
Oh, das Ganze wird jetzt ja alles. Oh nein! Mein ganzer Block ist da unten in der scheiß unteren Kiste. Nein. So. Wo sind jetzt meine Treppenstufen hin? Wieso komme ich da jetzt nicht? Warum geht das nicht? Wo sind meine Treppenstufen hin, Tim? Oh nein, das geht. Tim, wo sind meine Treppenstufen hin? Weiß ich nicht, hab ich euch. Das waren meine einzigen Treppenstufen, die ich hatte. Ich hab's auch. Ja, ich hab's einfach mal aufgesammelt. Von dem braunen. Das braune Holz da. Das geht nicht, David. Okay. David, das geht nicht. warte. Wir machen jetzt einfach eine Leiter hier runter. Ganz ehrlich. Ja, okay, das können wir machen. Kriegt jetzt kaum einen Blick da drauf. Ich nochmal einen Slab, bitte. Haben wir nur ein Slab. Okay, da. Und jetzt können wir da theoretisch. Man sieht's jetzt. Ne, man kann es gar nicht mehr sehen, glaube ich. Doch, man kann es ganz knapp sehen, aber ist ja auch egal. Und dann können wir da theoretisch Fenster hinmachen oder so. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst den Pusel da, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!